Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio, unserem kleinen lustigen Spiel hier. Ich bin gerade dabei, hier nochmal so ein paar Fässer hier in das Ding mit reinzugeben. So. Und hier wird auch ordentlich befüllt. Oh, jetzt haben wir schon 50 Fässer hier drin. Krass. Also Öl scheint gut was zu kommen. Hoffe ich jedenfalls, dass das gut was wird. Also 49 Fässer haben wir hier jetzt in dem Waggon tatsächlich drin. Ich möchte mir das nur noch mal gleich angucken, ob das wirklich so gut hinhaut, dass da auch die... Also, dass das Entleeren da auch klappt bei uns. Scheint so. Also zumindest sind jetzt hier 10 leere Fässer drin. Ah, okay. Ich bin ja jetzt hier oben gerade in meiner Base. Ja. Da sehe ich das ja hier so grob. Ich weiß gar nicht, wie viel Öl passt nochmal in ein Fass? Ich weiß das gar nicht mehr. 20? 20 Öl? Okay. 25 sogar sehe ich gerade. Ah, okay. Ja, dann haben wir 25 mal 50 Öl jetzt. Das ist geil. Das ist gar nicht mal schlecht. Definitiv. Ja, und es spielt sich ja noch richtig unten ein, ne? Also, so ist ja nun nicht. So, das Öl wird gerade abtransportiert. So, ich gehe mal ganz schnell hinten hin. Ich frage mich nämlich noch, ob eine Montagemaschine da hinten fürs Ölentleeren reicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Oh doch. Das reicht. Also die macht das schon sehr schnell. Ja, der Tank füllt sich. Haben jetzt schon 300 Öl wieder. Boah, geil. Das ist richtig gut, ja. Dann hat das auf jeden Fall geklappt. Ich freue mich. So, wir gucken mal ganz kurz, ob Cap der Dieb mal wieder zugeschlagen hat. Tatsächlich nicht. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich kann ja nicht immer der Bösewicht sein. Uns fehlen noch 20 Elektromotorbauteile und 99 von den blauen Prozessoreinheiten. Warte, kann ich reduzieren? Ich habe noch welche in der Tasche, die ich nicht brauche, warum auch immer. Ui. Was? Auf jeden Fall brauchen wir noch diese Elektromotorbestandteile oder Bauteile. Die wurden wahrscheinlich nicht gebaut wegen dem Schmiermittel, ne? Ja. Wir haben nämlich nichts mehr an Schmiermittel. Aber das sollte sich ja jetzt wieder ergeben, weil die Fabriken kriegen ja jetzt wieder gut Öl, denke ich. Ja, es muss sich halt noch einpendeln, definitiv. Weil sie sind ja im Prinzip fast leer gelaufen. Ah, hier wird auch Schweröl. Haben wir eigentlich irgendwas zu viel? Nee, ne? Nee, Leichtöl. Nee, ist alles leer. Wollen wir eigentlich auch alles umwandeln? Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Ja. Ach, hier haben sie es reingehauen. Okay. Okay, also ich denke mal, es sollte sich jetzt so langsam wieder ergeben. Auch mit dem Schmiermittel. Ah, so langsam kommt was. So langsam, aber sicher kommt was. Ich klopp noch mal ein paar Aliens. Wir haben 52 zwei jetzt von diesen Alien-Dingern, aber... Ja, genug kann man ja nie haben, ne? Richtig. Hoppala. Nein! So... So, ich kann noch mal ein paar Sachen von mir abtransportieren lassen, sehe ich gerade. Oh, das Logistikinventar ist größer geworden. Und das Inventar an sich auch, ne? Oder? Das Inventar an sich eigentlich nicht, wenn dann nur das zum Abholen und Ranholen lassen. Ah, okay.
Ich habe da mal heimlich geforscht. Ja. Ich hab's schon gemerkt. So, das kann weg. Die Dinger können weg. So, so, so. Ja, das kann erstmal im Inventar bleiben. Ja, lange dauert's nicht mehr. Lange dauert's nicht mehr. Die blauen sind jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen. Bisschen ärgerlich. Haben wir denn da jetzt schon eine zusätzliche Montagefabrik gebaut? Ah ne, da hast du nur die Geschwindigkeitsmodule reingehauen. Ja, ja, und genau. Tatsächlich fehlen uns die roten. Oh! Das sind hier für Mini-Gegner drin. Alter Schwede, das, ja, das liegt daran, dass wir wieder so viel forschen. Alter Schwede. Also uns fehlen die komplett grünen tatsächlich gerade. Liegt aber auch zusätzlich daran, dass das Eisen sich deswegen nicht mehr staut. Finde ich komisch, weil hier oben stauen sich die roten echt extrem. Aber oben haben wir keine? Das ist seltsam. Okay. So, ich war so intelligent und hab vergessen, meinen Panzer zu tanken. Nee, da ist doch noch was drin. Hä? Boah. Hat er sich nur nicht automatisch gezogen. Na gut. Okay. Ja, im Kofferraum waren noch 100 Kohle. Ach Mensch. So, und weiter geht's. Yay. Eieieiei, oh oh, oh oh. Oh oh hört sich nicht gut an. Oh oh, nein, ich sagte oh oh, ich will weg hier. Oh oh hört sich gar nicht gut an. Ja, noch ist alles gut, aber das sind ganz schön viele Gegner hier. Krass viele Gegner. Okay. Da kamen meine kleinen Roboter nicht hinterher, mich zu reparieren. Krass. Ich weiß aber auch gar nicht, warum das so viele waren, weil hier unten ist im Grunde nichts. Ach was. Wow, wir haben tatsächlich Kunststoffprobleme. Weil wir zu wenig Petroleum hatten. Okay. Ja, aufgrund des Öls halt, ne? Ja. Und weil wir natürlich extrem viel Festbrennstoff bauen. Ich gucke gerade mal. Oh, 1000 Öl. Super. Also fast 1000. 800 so ungefähr. Wie viel haben wir denn jetzt von diesem Festbrennstoff? Da müssen wir doch eigentlich auch inzwischen genug haben, oder? Von dem Festbrennstoff kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, von dem, von den Raketenbrennstoff, also Treibstoff da, haben wir einmal 83 und einmal 79. Das ist auch schon ziemlich gut, finde ich. Ja. Denke ich auch. Oh, was fehlt denn uns hier unten wieder? Hier unten fehlen uns die. Die Greifarme fehlen. Warum fehlen denn die Greifarme? Ach hier, weil die Greifarme nicht gebaut werden. Und die Greifarme werden nicht gebaut, weil es tatsächlich an Eisen fehlt. Ich dreh durch. Ach, da hatte ich ja irgendwann mal zwischendrin was umgebaut. Ich hoffe, das macht jetzt nicht da irgendeine Produktion lahm. Nee, das liegt einfach nur daran, dass das Eisen sich nicht mehr so dolle staut. Okay. Ja, weil so viel hintereinander geforscht, weißt du? Ja, gut, das, dann machen wir jetzt Pause. Das Forschen geht halt schneller als die Produktion, sozusagen. Ich bin übrigens gerade dabei, so ein paar, weil du brauchst sie ja nicht mehr unbedingt, glaube ich, ne? Die Geschwindigkeitsmodule.
Nö. Der Anzug ist ja gemacht. Genau, da bin ich nämlich gerade dabei, so ein paar Geschwindigkeitsmodule zu produzieren. Beziehungsweise zu verteilen. Was echt gar nicht mal schlecht ist. Mit dem Strom hat man jetzt auch schon länger keine Probleme mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Also jedenfalls sieht hier überall alles gut aus, so vom Strom her. Und wenn man mal überlegt, dass hier hinten bei der Produktion von den blauen Dingern tatsächlich die roten sich extrem stauen, finde ich das schon echt krass. Warte mal, ich nehme da das mal wieder raus. Setz das mal hier mit rein. Ich finde es auch so krass, weil da unten stauen sich die roten, aber hier oben fehlen sie uns. Das ist ein bisschen komisch. Haben wir vielleicht wieder zu wenig von den Logistikrobotern? Weiß ich gar nicht. Weil wir inzwischen sehr viel mit den Viechern machen. Verfügbare Logistikroboter 200. Okay. Also daran scheint es nicht zu liegen. Oh, die Elektromotoren sind übrigens auch fertig jetzt. Super. Fehlen im Prinzip nur noch die blauen Prozessoreinheiten. Nee, es sind hier oben tatsächlich die roten, die einfach nur fehlen. Die roten Prozessoreinheiten, die fehlen. Die fehlen tatsächlich extrem. Ich kann mir fast nicht erklären, warum. Ich glaube, die werden aber auch nicht da hochtransportiert, oder? Die werden ja irgendwie nur separat gebaut und... Ich weiß, warum. Weißt du, wofür man, was man braucht für rote Schaltkreise? Nee. Die grünen, Kupferkabel und Kunststoff. Wir haben noch einen Kunststoffmangel. Weil wir kein Öl mehr hatten. Ja. Aber das sollte sich ja jetzt so langsam wieder regeln. Eigentlich schon, genau. Also ich guck gerade nochmal rein. Wir haben jetzt, ja, jetzt haben wir fast 2000 Rohöl. Also... Das sollte sich jetzt eigentlich wieder gut regeln. Gucke gerade mal. Und eigentlich wandeln wir ja auch genug dann von dem Zeugs um. Naja, obwohl. Hier fehlt uns angeblich Kunststoff. Hier sind aber, warte mal, 2,6K in der einen Kiste drin. Ist es vielleicht nur eine normale Kiste und keine Anbieter? Nee, ist eine Anbieterkiste. Das wundert mich ja gerade. Aber ich glaube, der Kunststoff wird nicht zu den... Weil es ist nicht alles an unserem System angeschlossen. Oh, Houston, we have a problem. Ah, ich will weg hier. Ja, doch. Der bringt das Kunststoff aber hin zu den roten Maschinen. Also zu den Montagemaschinen. Okay. Ich mach mir mal langsam auf den Rückweg. Ja. Langsam keine Muni mehr oder so. Lalalalalala. Oh, und auch keine Roboter mehr. Fuck. Ich glaube so langsam einfach nur, dass die Logistikroboter so viel zu tun haben, dass sie da echt nicht hinterherkommen. Weil überall sehe ich, dass eine Kiste immer leer ist. Also eine Anforderungskiste. Sonst müssen wir die Anforderungskisten auch ein bisschen höher schrauben, dass so ein bisschen Puffer drin ist. Ja. Weil ich sag mal, wenn wir ja sagen, okay, wir bauen Puffer ein, dass ein Gerät mehr produziert kann, als von den Materialien her benötigt wird. Mhm. Die Montagemaschine aber so schnell ist, dass, ne? Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ja, natürlich. Gut. Aber ich glaube, so langsam wird es tatsächlich wieder was. Also es pendelt sich jetzt nach und nach ein. Besonders auch, weil ich die Geschwindigkeitsmodule da reingesetzt habe überall. Ja, tatsächlich. 21 Stück brauchen wir nur noch. Also jetzt pendelt sich so langsam ein. So, kurz beim Eisen vorbeischauen, dass die Gegner platt gemacht werden. Jetzt fehlen die Grünen. Krass. Oh Mann. Das ist echt hardcore.
Okay. Ja, 20 Stück fehlen noch. Das heißt, denke mal, in der nächsten Folge werden wir das Raketensilo bauen. Wuhu! Glaube schon. Wie sieht's bei dir aus? Hast du wieder gut welche geholt an Alien-Dingern? 85. Boah, krass. Das ist super. Ich hab grad nochmal kurz beim Eisen vorbeigelunzt, um die Gegner platt zu machen und auch einfach mal so. Ja. Konnte 3 von den Erzförderern abbauen. Hey. Oh, das staut sich immer noch ohne Ende, also... Okay. Eigentlich dürften wir da auf lange Sicht kein Problem haben. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Oh, wir haben... warte mal, 4, 5... 10k Kohle. Huch! Ups, die Kisten sind voll. Die Anbieterkisten. Scheibenkleister, was machen wir denn jetzt? Nichts? Uns freuen, dass wir so viel Kohle haben? Ja. Ein so ein Was willst du da machen? Ein so ein Roboter fliegt auch die ganze Zeit hin und her und bringt da Kohle hin. Warte mal, ich erhöhe das mal ein bisschen. Anstatt 50 mache ich mal auf 4K. So, bin zurück. Ah, sehr schön. 4K ist anscheinend ein bisschen zu viel. 500. Also jetzt gerade haben wir gar keine Logistikroboter verfügbar. Okay. Alle unterwegs. Ach, und die wollen sich ja alle aufladen. Warte mal, das können wir doch mal... Ich habe jetzt nochmal 10 rausgelassen. Und nochmal 8. Oh, 14. Ja, das stimmt schon. Die hängen immer sehr viel vor dem Hangar rum und kommen da nicht direkt rein, ne? Mhm. Um sich aufzuladen. Vielleicht sollte man echt mal so eine riesengroße Hangarstation oder so bauen. So ich baue nämlich gerade mal 2 Hangars. Auch wenn ich die dann direkt daneben setze, das macht ja eigentlich auch nichts. Nee. Dann haben wir nochmal was. Auf jeden Fall. Wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich. So, wie sieht es denn aus? Wie sollten wir auch mal den hier... Wo produzieren wir denn überall Kunststoff? Hier wir haben 2,4K. Der zwackt dann natürlich auch ohne Ende Petroleum ab, was wir an anderer Stelle vielleicht dringender brauchen. Naja, einmal da oben und einmal hier unten. Aber vielleicht sage ich dem hier mal Kunststoffstangen kleiner, keine Ahnung, 1K. So. Okay. Da macht er jetzt zwar erstmal lange nix. Ach so. So rum. Da machen wir welche. Wo war das noch? Hier unten. Hier direkt. Ach da. Ach so, und der haut die direkt da drauf. Ja, klar. Der soll das natürlich auch ohne Ende machen. Der hier oben braucht natürlich nicht so viele produzieren, weil warum? Die brauchen wir dann auch nicht. Wir haben total das Problem mit Eisen gerade wieder, ne? Deswegen funktioniert hier alles gerade nicht so ganz. Weil sich nicht genug staut, das meine ich. Mhm. Na gut, es staut sich zu spät quasi, ne? Ja, das, weil hier habe ich ja diese Kisten hingebastelt, die ja dann extra was hinlegen. Wobei mir gerade was auffällt, warte mal. Ähm,
Ich brauche mal eine Anforderungskiste. Zack. So, dann machen wir das doch einfach so. Dann haben wir die Montagemaschine schon mal weg. Dann braucht die nämlich kein Eisen mehr. Die braucht nämlich sowieso nur grüne. Und die stellen wir ja sowieso her ohne Ende. So. Achso, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja. So, dann haben wir uns das schon mal gespart. Dann braucht der da oben. Und schon hier staut es sich ohne Ende. Ja, siehst du. Weil das können wir uns ja echt sparen hier. Der stellt Kupferkabel her, das ist ja auch in Ordnung. Der macht die Greifarme. Der hier macht die Fließbänder, das ist auch völlig in Ordnung. Der macht Eisenzahnräder, auch völlig in Ordnung. Auch Eisenzahnräder, auch völlig in Ordnung. Nochmal Kupferkabel, alles gut. Wo kriegt er denn? Ach so, okay. Beschleunigen wir das Ganze doch mal ein bisschen. Das ist nur die Frage, warum kriegt er hier keine Grünen? Produzieren wir schon wieder so wenig Grüne? Ich weiß, warum wir so wenig Grüne produzieren. Eisenmangel. Oh. Wir haben hier unten Eisenmangel. Ja. Jetzt gerade kommt auch... Ach, jetzt kommt wieder ein Schwall. Die Kisten hier sind extrem leer. Die das Eisen hier sammeln. Irgendwas ist hier faul. Ich glaube, ich muss zu wenig. Zug mal länger Pause machen lassen. Okay. Weil der Waggon ist gar nicht richtig voll. Der könnte aber, glaube ich, mehr. Ich warte mal, bis er wieder da ist. Ja. Achso, okay. In der Zeit kann ich ja... Nee, kann ich nicht. Dann würde ich sagen, machen wir morgen in der nächsten Folge... ich wollte das gerade mit so einem roten Ding machen. Naja. Machen wir morgen in der nächsten Folge das Raketensilo. Noch ein paar Einstellungen, so mit dem Zug und so weiter, dass alles noch ein bisschen effizienter läuft. Und dann kommen wir, glaube ich, so langsam zum Ende, oder? Hoffe es jedenfalls. Naja, was auch immer. Ich will die Rakete sehen, ich will die Rakete sehen. Ja, ich auch definitiv. So, und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.